Tag. Tag, Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Wolfenstein Youngblood. Wir sind dabei, die Nebenmission weiterzumachen und uns immer so gut zu verraten, wie es nur geht. Denn wir wollen natürlich die Schwierigkeitsgrad in ungeahnte Höhen treiben. Ne? Wer das Spiel zu leicht findet, der macht sich einfach selbst Probleme. Man kann sneaky vorgehen, kann man machen. Aber wer will das schon? Manchmal hält man auch einfach die zweite Wange hin, wenn man gerade voll auf die 12 gekriegt hat. Jetzt verstehe ich immer, was mir da so viel Energie noch abzieht. Das sind multifraktionelle... Hui. Alter. Wow. Du Penner. Was ist denn hier los? So war das aber nicht gedacht. Jetzt muss ich da echt... Muss ich da hin oder was? Das will ich gar nicht. Da muss ich rein in diese Scheiße. Da kriege ich doch voll auf den Sack. Jetzt wäre natürlich sneaky vorgehen doch besser. So, da muss ich rein. Und jetzt? Wohin? Okay, erste Diskammer. So, Schwesterherz. Du zeigst dich, du bist auf den Sack. Und in letzter Sekunde, musst du sterben und du spawnst dann bei mir. Das ist eine klare Sache. So ist der Plan. Ja, den Boss, da besiege ich jetzt nicht, ich bitte euch. Das ist ja dilettantisch, wer denkt, dass ich so ein Blödsinn mache. So, hier komme ich nicht durch, oder was? Hier komme ich nicht durch. Das ist ja doof. Ich kam hier oben lang, stimmt's? Ich kann mich an den Level noch erinnern. Ich glaube, ich kam hier oben durch. Ja. So, gibt's hier? Oh, weiß ich wieder den Code nicht, ne? So, Schwesterherz, noch ein bisschen Waffen mitnehmen. Sophie, hör jetzt auf, da hinten mit diesem riesigen Roboter zu spielen. Fokussier dich auf die wesentliche Mission. Wir brauchen Disketten. Das ist, weil die eine Dame bei uns in den Katakomben ihr Tagebuch digitalisieren will. Und damals gab es halt nur Disketten. Wer das weiß, eine Diskette hat ja nur 1,44 Megabyte. Das ist sehr wenig. Alter, was ist der nächste Verdammt? Und weil das so wenig ist, braucht die halt neue Disketten. Und deswegen werden wir hier einfach auf die Jagd geschickt. So ist das. Und wir machen das natürlich gerne. Die muss ihr Trauma überwinden vom Krieg. Und deswegen schreibt die. Und wir als hilfsbereite Menschen machen das natürlich gerne. Sehr, sehr gerne. Hier komme ich nicht rein. Warum zur Hölle komme ich hier nicht rein? Hier, da ist offen. Zack, nächste Mission. Return. Okay, das haben wir jetzt alles gemacht. Wir gucken hier nochmal rein. Achtung, da gehen immer zwei Dinger hoch. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Da kriege ich mal selber noch auf den Sack. Okay, da ist meistens nur Munition drin. Wäre natürlich cool gewesen, wäre da noch irgendwie mehr Erfahrungspunkte oder sowas. Dann würde sich das eher lohnen. Okay, nö. Haben wir gemacht. Zeppelin-Sabotage. Gleich zur nächsten Mission. So, muss ich aber da oben lang. Das geht hier wie das Brezelback, ne? Alles hier. Level 32. Jetzt haben wir den Wert schon erreicht, der empfohlen ist, damit wir die letzte Hauptkampagnenmission spielen können. Haben wir erreicht. Aber das macht man eben alles auch nebenbei. Das ist eben auch schön, ne? Das ist einfach, wenn die Arbeit eben auch Spaß macht, dann fällt es einem irgendwann auch einfach, ne? Wenn du nicht immer so widerwillig auf Arbeit gehst und sagst, ah, ich muss da jetzt hin. Nee, es macht dir Freude, du erlangst dadurch neue Skills und du verdienst noch Geld. Das ist eigentlich Win-Win-Win. So. Da müssen wir hin. Ich muss erstmal raus, habe ich das Gefühl, oder? Wir sind hier nicht richtig. Hier kann ich nicht. So, der dicke Boss. Da ist er. Der weiß gar nicht, wo wir sind. Da, hier ging es aus. Da! Der sucht uns immer noch, ne? Da haben wir schon längst seine Pelle gemopst. So, wir müssen auch wieder genug Geld haben, dass wir jetzt die letzten Upgrades reinhauen können. Ich glaube, diese Elektroschocker-Waffe, da haben wir noch nicht alle Upgrades drin, aber die benutze ich auch leider so selten. Ich glaube, gegen Gegnermassen war das immer ganz gut. Gerade bei Return to Castle Wolfenstein. Da konntest du einfach reinrennen
Und die hat ja automatisch, dann kann ich die eigentlich benutzen? Hier kann ich doch alles mal benutzen. Zack. Zack. Alles einfach mal hier dekodieren. Zack, zack. So. Open the elevator. Aber wir sind sogar richtig hier. Was für ein Zufall. Überlegt mal, wir wären jetzt wieder zurückgerannt. Und dann hätten wir wieder hierher rennen müssen. Und dann wären alle Gegner wieder da gewesen. Warte mal, wo muss ich denn hin? Hier. Open the elevator. Ich muss weiter runter. Wir sind falsch. Wir sind doch nicht richtig. Fanfare Franz. Was ist jetzt für ein Schwachsinn? Und wie komme ich da jetzt runter? Also, tiefer geht's nicht. Jetzt mal ehrlich, wie soll ich mal da runterkommen? Open the elevator, aber da drüben stehen doch mal diese Pfeile nach unten bedeuten, ich muss da runter muss ich. 34 Meter nach unten. Das verstehe ich nicht. Ja, ich glaube, ich muss nochmal raus, oder? Das ist hier falsch. Das ist falsch, das sage ich euch. Hier ist jetzt kein Fahrstuhl, zumindest nicht den ich bräuchte. Hier können wir nochmal reingucken, wenn wir schon mal hier sind. Zack. Sehr gut. Einfach noch mal eine Münze mitgenommen, ne? Oh, im Vorbeigehen. So. Was ist? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade unschlüssig. Da oben kann es auch nicht lang gehen. Muss ich jetzt hier wieder raus? Kann es das sein? Nee. Dann ist es nicht. Ich muss da wirklich drinnen bleiben. Jetzt wird mir wahrscheinlich der Marker wieder anzeigen, geh da jetzt gefälligst wieder rein. Ich hab dir gesagt, du sollst runtergehen. Ja, was soll ich denn sagen? Oder was soll ich denn machen, lieber Marker? Du sagst mir auch nicht, wo ich lang muss. So. Genau, wir müssen hier rein. Achtung, bevor hier wieder die Endbosse kommen. Schnell. Schnell. Die lässt sich aber auch manchmal Zeit, ne? Ehe sich rumdreht, mal an dem Hebel zieht, dann macht sie noch Maniküre nebenbei. Also das ist gerade wirklich glücklich, dass diese Nebenmission in demselben Bereich ist, weil ich fand das tatsächlich jetzt relativ schwierig, dieses Tor hier zu durchbrechen. Aber wo geht's jetzt hier weiter? Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass in dieser Tiefgarage alle Gegner wieder da sind. Ne? Tiefgarage A, da runter. Ja, wie geht denn das jetzt hier auf? Kann ich hier vielleicht irgendwas benutzen? Ist hier vielleicht irgendwo ein Schalter, dass dieses riesige Tor da aufgeht? Leider nicht. Oh, wir können aber noch ein Leben. Haha. Okay, das ist aber auch interessant. Da kann ich einmal wieder durch die Tür raus und durch die Tür wieder reingehen. Und dann sind die Leben alle wieder da. Zack, alle Leben wieder einkassiert. Auch wenn jetzt wahrscheinlich alle Gegner wieder da stehen, ne? Ah, da hinten sehe ich ihn doch. Da. So. Ist hier ein Elevator? Hier ist kein Elevator. Brother, hier sind wir richtig. Da sind wir. Da sind wir und da sind wir richtig, ne? Brother 2, da sind wir richtig. Aber wie komme ich da runter? Hier ist halt zu. Das ist schwierig. Wo hier zur Hölle? Hui. Eins, zwei. Mehr kriegst du nicht. Mehr gönn ich dir nicht. Da ist doch einer. Hab dich gesehen, Kollege. Hier könnte ein Elevator sein. Nee. Das. Ah, warte mal, hier drüben. Was ist das? Da geht es auf jeden Fall tiefer. Tiefer. Hier geht's höher. Das ist nicht der richtige Weg. Aber habe ich hier drüben nicht irgendwas gesehen? Hm. Und so durchbrechbare Wände, die gibt es hier gar nicht, ne? Habe ich zumindest noch gar nicht erlebt. Hier muss ich nach unten. Wie soll ich denn da nach unten? Ist das vielleicht so eine riesige Etage, die komplett nach unten fahren kann? Nee, ne, das ist es nicht. Das ist es nicht. Vielleicht muss ich wirklich einfach weitergehen hier. Da, wo ich herkam.
Nee, das ist es nicht. Das wird's nicht sein. Oder? Oder doch? Oder vielleicht doch? Warte mal, hier kann ich ja direkt runterspringen. Ah ja. Ah ja, damals schon. Hier scheint der richtige Weg zu sein. Warte mal, das Ding, das holen wir uns mal her. Geht nicht. Toll. Runterlaufen geht ja noch, aber dann wieder hochlaufen, das ist ja das eigentliche Problem. Och nee, das ist gar nicht der richtige Weg. Jetzt bin ich hier nur hergerannt wegen diesem, wegen der Kassette oder was? Och, jetzt war ich so überzeugt, dass es das ist. Wow. Schwesterherz, ich kriege auf den Sack, ne? Das hast du mitgekriegt. Dann wird es wahrscheinlich der Weg hier drüben sein. Irgendwas hier muss es sein. Anders geht das gar nicht. Oh ja. Ach scheiße, das ist das Ding. Oh nee, da habe ich ja ewig gebraucht, um rauszukommen. So. Ganz oben hinstellen und so weit springen wie nur möglich. Oh, ein Digga. Ein ganz Digga. Okay, Schwesterherz, jetzt haben wir Zeit. Komm. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Was haben wir jetzt davon? Ah, da kommt eine Brücke. Eieiei. Okay, sie gibt uns ein bisschen Power. Was ist da jetzt passiert? Komm jetzt. Nicht lang schnacken, wir müssen weiter. Hör auf, mit denen zu spielen. Das Leben können wir nicht mitnehmen, brauchen wir nicht. Was heißt können wir nicht? Wollen wir gar nicht. Das war gerade ein Sound für Bandagen. Das hat sich eher so angehört, als würde man so einen saftigen Apfel reinbeißen und gleichzeitig schlürfen. So, zack. Bam. High five. Yeah. Sehr geil. Okay, Destroy Fuel Tanks. 6 Stück. Na, endlich meine Aufgabe, die ich begreife. Zerstören kriege ich hin. Rätsel lösen ist schwieriger. Oder irgendwas finden oder so ein Zeug. Ey. Das macht die doch mit Absicht. Das gibt's doch nicht. Wie kann man so scheiße werfen wie die Alte? Jetzt mal ganz ehrlich, die hat doch mega Kacke. So. Hör auf, mich zu schießen. Das ist deiner. Den kriegst du. Nee, den musst du machen. Das musst du machen. Nein. So, da hinten haben wir noch welche, oder was? Ach du Scheiße, der hat ja nicht mal mehr einen Kopf. Das wird nichts. So, ankündigen, ne? Das ist immer wichtig. Man muss den Gegner auch eine gewisse Chance geben. Hier muss ich nichts ziehen, oder wie? Ah, hier waren wir schon mal, ne? Hier waren wir. War das vielleicht sogar der Bosskampf hier? Könnte schon sein, dass hier irgendwas war. So, dann nehmen wir alles mit. Am liebsten würde ich den Dicken jetzt platt machen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir es auch nicht gemacht. Stimmt, hier brauchte man diese Schlüssel. Das war das. Das war wirklich der Bosskampf. Hallo? Aber da habe ich, da habe ich nichts zerstört. Da bin ich wirklich zu diesen Generälen gerannt und habe nur diese zwei Typen platt gemacht und habe die Schlüssel dann gemobst. Komm, dreh es. Ach, das ist aber wieder schön, wo man einfach durchrennen kann. Return to Jammer. Nö, machen wir nicht. Okay, jetzt haben wir wirklich alles gemacht. Aber wo geht's zu diesen Dingern? Eigentlich möchte ich das schon gern machen. Ich könnte natürlich
Ich möchte jetzt nicht alle Level durchrufen. Sorry, also das ist mir jetzt einfach... Ich möchte das Let's Play auch nicht in ungeahnte Längen bringen, weil wir wollen es ja auch irgendwann nochmal durchspielen. Ist ja so. Wie komme ich denn return? Wie kann ich denn return? Sag mir den Weg. Sag mir doch den Weg. Ich habe schon Bock, den zu besiegen hier. Aber ich werde es nicht schaffen, sind wir ehrlich. Sind wir einfach mal ehrlich. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das ist doch geil, ne? Das ist einfach nur geil. Halt die Klappe, Mann. Lass mich den Sieg genießen. Er geht immer noch zurück, er ballert noch nicht. Du wirst jetzt sterben, du Sack. Warte mal, hier war doch irgendwo noch diese Schnecke. Die alte. Die alte Schnecke. Wo waren die jetzt? Ja, und er schießt ja noch. Da ist er. Oh, also ist hier so ein harter Zug drauf, oder was? Das ist der Landebahn Ost. Die Landebahn Ost. Wir sind ja wirklich irgendwo ganz oben. War euch das so bewusst? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich war so in Trance vom Ballern. Und noch einer. Ah ja, was macht man nicht alles, ne? Für euch. Für den Frieden eurer Welt. Ja, danke schön. Danke. So, ich glaube, hier kam ich eins her. Uff, Barsche. Es ist einfach geil. Wenn es funktioniert, wenn man schön reinsemmelt, das Blut spritzt. So, hier kam ich her. Ne? So. Doch, sehr schöne Mission. Sehr schöne Mission. Wir waren hier überall schon mal. Man hätte natürlich die ganzen Nebenmissionen dann noch machen können. Ah nee, das wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Wäre natürlich clever, wenn wir eh schon hier gewesen wären, hätten wir gleich die Nebenmissionen gemacht. Aber es kann natürlich sein, dass die danach erst freigeschaltet werden. Die wollen natürlich, dass man sich hier nochmal komplett durchkämpft. Komm, Fist. Keine Fist? Okay. So, und wieder raus. Leben brauchen wir nicht. Ach, shit, jetzt muss ich hier wieder rüber. Wie kam ich denn da jetzt hin? Das war irgendwo da so, muss ich raus. Jetzt kommt das Schwierigste, aus diesem Puff hier wieder rauskommen. Mädel. Was? So, irgendwie da so muss ich hin, ne? Da will man gar nicht kämpfen. Das will man gar nicht machen. Das ist so viel Energie, mit der man dann aufwenden muss. Das wirkt auch unnötig komplex hier, dieses System. Ist es gar nicht. Oh. Ich weiß, ist eh nichts drin, was wir brauchen. Nichts drin. Aber ist halt schön. Einfach, dass man mir das einsammeln kann. Oh. Ja, ist zum Einsammeln. Ich nehme es ja so gerne. Warte, jetzt hör doch auf, da ewig rumzuschießen. Was soll denn das? Komm. Ich hab dir gesagt, komm. Tja, tut mir leid. Du musst jetzt leider laufen. Das tut mir jetzt echt leid, aber es tut dir auch gut. Die hängt halt immer hinterher. Die hat immer ausdauertechnisch so ein bisschen hängt sie hinterher. Und das muss man jetzt eben einfach trainieren. Wenn ich oben bin, dann bist du gefälligst hier. Oh, Granate, ich trottel. Hat's aber auch hingekriegt, ne? Drehst du dich einmal um, zack, ist wieder da. Achtung. Ah, da haben wir es wieder. Ich sage, es ist unnütz und rennt trotzdem hin. So. Nee, warte mal, da geht's weiter, oder? Da komme ich nicht raus. Oder komme ich da raus? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Nicht, dass ich jetzt wieder zu dem Endboss renne. Aber ich glaube...
Falsch, oder was? Oder wie? Oder nicht? Nee, jetzt müssen wir eigentlich nur durchrennen. Guten Tag. Der kann ja eigentlich auch nicht viel. Das ist eigentlich auch nur Oberlappen, sind wir mal ehrlich. So, das war doch jetzt hier hinten. Oder war das die Mission, wo ich dahin rennen musste? Oder war das die Mission, wo ich herkam? Ach, ist das verwirrend. Scheiße, andere Seite. Oder? Ach. Ich weiß es nicht mehr. Da, da kam ich her, oder? Alter, bei dir geht's ganz schön ab, ne? Naja, das Leben. Blute ruhig aus, blute aus. Lass es einfach geschehen. Nein, nein. Mm-mm. Du blutest jetzt bitte schneller aus, damit wir hier endlich diesen Scheiß hinter uns bringen können. Was soll denn das? Ich hatte klare Instruktionen angegeben. Nicht erschießen lassen. Zum Glück ist die nicht so nachtragend, ne, dass ich sie gerade sterben habe lassen. Die ist da einfach. Die nimmt das einfach auch so hin. Ey, ich hoffe, ich komme jetzt hier raus. Hier, das war der richtige Weg, oder? Yes! Wir sind zurück. Ja, das muss einfach sein, ne? So ein kleiner Bums. Achso, hier kam ich ja weg. Ah, war hier nicht sogar noch immer eine Granate? Die nehme ich natürlich dankend noch mit. So. Ach so. Okay. So. Zurück in die Katakomben. Und jetzt holen wir die fette Beute ein. Da werden wir wahrscheinlich so viele Erfahrungspunkte kriegen, dass wir sogar noch ein Level aufsteigen. So. Tach. You have so perfect. That's the transmitter I needed. Merci beaucoup. Ja, einfach geil, ne? Einfach geil. Zack, die fette Kohle eingeheimst. Komm, ein Leben noch. Komm, Schwesterherz. Zieh dran. Das Leben nehmen wir mit, denn wenn jetzt wirklich keine Nebenmissionen mehr da sind, dann heißt's Labor X. Und da braucht man definitiv alle drei Leben. Das ist der letzte Level. Ich erwarte dort einfach nur einen richtig fetten Boss. And destroy the assembly controls for the Nazi dogs. Da? No, давай. Was? Was soll ich hier destroyen? Was soll denn das? Hast du doch alle Latten am Zaun? Ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Ich will Reichtum, Ruhm und Geld von dir gefälligst. Ich habe einen Hund besiegt und jetzt will er natürlich gleich, dass ich alle besiege dieser Welt. Nur weil ich gezeigt habe, dass ich es kann. Das ist ziemlich frech. So, du schon wieder. Julien ist back, safe inside. Merci, les filles. Merci. Go and speak to him when you have the chance. D'accord? So, destroy. Oh, es gibt tatsächlich noch ein paar Sachen. Gibt immer noch neue Sachen. No discs. Ja, komm, Leute, das machen wir natürlich auch alles, ne? So, ja, habt ihr das gesehen? Speedrun, einfach mal eine Abkürzung genommen. Guten Tag. Oh, hier gibt's auch noch eine Mission. Go to Brother 2. Ey, willst du mich verarschen? Da war ich doch gerade. Himmel, Arsch und Zwirn. Hätte sie mir das nicht alles per Funk mal sagen können? Da war ich doch gerade. Da sind alle tot, kann ich dir sagen. Oh, was haben wir denn da? It will be much easier for our fighters to destroy the Citadel. Sehr schön. Zitadelle haben wir auch gemacht. Okay, was haben wir jetzt noch für Missionen? Destroy Hitler-Statuen, Panzerhund, go to Panzerhund. Da muss ich nochmal hingehen. Das ist doch genau dasselbe Bild, wo ich schon mal war. Labor X, das ist die Hauptmission, würde ich jetzt mal behaupten. Und das sind nochmal andere Missionen. Oder ist das doch keine Hauptmission? Ist das vielleicht, ist das hier die Hauptmission?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. So, wie dem auch sei, wir haben neue Missionen. Wir brauchen neue Missionen. Ne? Heutzutage geht es einfach nur noch, wir brauchen Arbeitgeber. Heutzutage bist du immer auf der Suche. Die Kündigung, die lauert an jeder Ecke. Und dann musst du eben einfach schon sagen können, zack, ist mir egal. Ich habe schon wieder ein neues Jobangebot. Direkt annehmen, einfach annehmen. Eben gerade die Welt gerettet, dann Präsident geworden und dann wieder Scheiße wegkratzen. Ich mache alles. Ich mache doch alles. So. Und das nächste Mal machen wir ganz spezielle Sachen. Zum Beispiel den Protohund werden wir nochmal zerstören. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer von Förde Franz. Ciao.